Hallo und willkommen zurück beim Basic-Teil des Videolernzyklus Koordinatensystem. Mein Name ist Hanna und gemeinsam mit Felix dem Hasen widmen wir uns heute dem Koordinatensystem. Wenn du noch nicht ganz vertraut bist mit dem Thema oder dir nochmals die Grundlagen in Erinnerung rufen willst, dann schaue das Intro-Video. Wir werden heute in dem Video die Lösung der letzten Aufgabe aus dem Intro-Video gemeinsam anschauen, die vier Quadranten kennenlernen und danach wissen, in welchem Quadranten gegebene Punkte liegen. Wie versprochen, gibt es zuerst die Lösung zum letzten Beispiel aus dem Intro-Video. Hier noch einmal die Angabe. Wir wollten wissen, welche Koordinaten hat die Karotte von Felix dem Hasen? Wie lautet der x-Wert wie der y-Wert der Karotte? Der Abstand vom Nullpunkt auf der x-Achse ist 4. 0 auf 1, 1 auf 2, 2 auf 3 und 3 auf 4. Der x-Wert der Karotte ist also 4. Der Abstand vom Nullpunkt auf der y-Achse ist 1. Somit ist der y-Wert 1. Die Karotte hat also die Koordinaten 4, 1. Wir können das auch als Punkt K anschreiben mit dem x-Wert 4 und dem y-Wert 1. Nimm dir ein kariertes Blatt Papier, ein Geodreieck, einen Stift und mach doch gleich mit. Felix plant bereits seine nächste Reise und packt seinen Koffer. Felix zeichnet den Umriss seines Koffers mit den Ecken A, B, C und D. Eingegeben sind die Punkte A, B und C. Der Punkt D ist noch unbekannt. Der Koffer hat eine rechteckige Form und soll auch als Rechteck abgebildet werden. Der Punkt A hat die Koordinaten 0, 0. Der Punkt B hat die Koordinaten 3, 3. Punkt C hat die Koordinaten 1, 5. Felix überlegt, wo der Punkt D liegen könnte. Er bemerkt jedoch, dass das bisher bekannte Koordinatensystem nicht ausreicht, um auch den Punkt D einzeichnen zu können. Der Koffer hat die Form eines Rechtecks, weshalb auch die vier Ecken ein Rechteck bilden sollen. Damit er auch den Punkt D einzeichnen kann, verlängert er die Koordinatenachsen. Hierfür verlängert Felix die x-Achse nach links und beschriftet sie nun mit negativen Zahlen, minus 1, minus 2 und minus 3. Felix verlängert auch die y-Achse nach unten und über den Ursprung hinaus. Er markiert auch diese Achse mit negativen Zahlen, minus 1, minus 2. Die Werte auf der nach links verlängerten x-Achse und auf der nach unten verlängerten y-Achse werden mit negativen Zahlen angegeben. Welche Koordinaten hat nun der Punkt D? Der Abstand vom Nullpunkt auf der x-Achse beträgt minus 2. Der x-Wert des Punktes D ist somit minus 2. Der Abstand vom Nullpunkt auf der y-Achse beträgt 2. 2 ist somit also der y-Wert des Punktes D. Der Punkt D hat also die Koordinaten minus 2 und plus 2. Nun können wir Felix Koffer auch zeichnen. Wir verbinden die Eckpunkte A und B, B und C, C und D und können nun den rechteckigen Koffer fertigstellen. Nun haben wir alle Ecken von Felix Koffer eingezeichnet und den Koffer verbunden. Wie wir nun sehen können, hat die Verlängerung der Achsen die Ebene in vier Teile geteilt. Wir haben nun einen positiven Abschnitt auf der x-Achse, eine positive y-Achse, und außerdem auch noch
einen negativen Abschnitt der x-Achse und einen negativen Teil der y-Achse. Die x-Achse und die y-Achse teilen die Ebene in vier Teile. Die beiden Koordinatenachsen teilen die Zeichenebene in sogenannte Quadranten. Die Bezeichnung Quadrant kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Viertel. Wir haben nun also vier Teile, die hier farblich markiert sind. Ein Punkt P mit den Koordinaten x, y liegt im ersten Quadrant und hat beide Koordinaten positiv. Überlege nun, welcher der vier Quadranten der erste Quadrant sein kann, wenn alle Punkte, die darin liegen, positive Koordinaten haben. Oben rechts liegt der erste Quadrant. Alle Punkte, die im ersten Quadranten liegen, haben sowohl als x-Wert als auch als y-Wert eine positive Zahl. Die übrigen Quadranten werden gegen den Uhrzeigersinn verlaufend gezählt. Wir haben nun also im gelben Feld den ersten Quadranten, dann den zweiten Quadranten, den dritten Quadranten mit der blauen Hinterlegung und den vierten Quadranten mit dem grünen Hintergrund. Die Quadranten werden oft auch mit römischen Ziffern beschriftet. 1, 2, 3 und 4. Jetzt kennen wir das Koordinatensystem und seine vier Quadranten. Schauen wir uns jetzt ein kurzes Beispiel an, um die Quadranten besser kennenzulernen. Zeichne dir zuerst dein eigenes Koordinatensystem und überlege. Felix hat Blumen verteilt. Schauen wir, ob wir diese finden können. In welchem Quadranten liegen die Blumen? In welchem Quadranten liegt die rote Blume R mit den Koordinaten 3, 2? Überlege. Der x-Wert ist 3, das bedeutet, der Abstand vom Nullpunkt auf der x-Achse beträgt 3. Der y-Wert ist 2, der Abstand vom Nullpunkt auf der y-Achse ist somit 2. Beide Koordinaten sind positiv. Die rote Blume liegt im ersten Quadranten. Wo befindet sich die gelbe Blume mit den Koordinaten minus 3, minus 1? Minus 3 ist der x-Wert der gelben Blume, minus 1 der y-Wert der gelben Blume. Wir bewegen uns hier entlang der negativen x-Achse und entlang der negativen y-Achse. Da beide Koordinaten negativ sind, liegt die gelbe Blume im dritten Quadranten. Welche Koordinaten hat die lila Blume? Die lila Blume hat die Koordinaten 2, minus 2. In welchem Quadranten liegt die lila Blume? Der x-Wert des Punktes L ist 2, der y-Wert ist minus 2. Wir haben also einen positiven x-Wert und einen negativen y-Wert von L. Die lila Blume liegt also im vierten Quadranten. Nun kennst du das Koordinatensystem und seine vier Quadranten. Wenn du noch mehr wissen willst, dann freuen wir uns, dich im Mastery-Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald!